und ich habe hier ein Outhouse. Du hast es gut. Ja. Aber bei dem Wetter auch wiederum nicht. Das stimmt. Okay, wir müssen irgendwie... Konntest du den Spitzhacken-Fahrstuhl überhaupt bewegen oder ging das auch überhaupt nicht? Ich war in dem noch nie drin. Okay. Der ist 2 Etagen über. Über. Wie komme ich denn an meinen ran? Ach, brauche ich gar nicht. Warte mal, ich kann hier durch. Oh, warte. Moment. Neue Möglichkeiten. Da ist das Monsterface. Ah, muss der nach oben oder nach unten? Bei dir nach oben. Okay, ich kann meinen Spitzhackenaufzug bedienen. Okay. Mach mal. Ich geh mal rein. Bin jetzt drinnen. Okay. Aha, okay. Madel fährt nach oben. Oh. Oh. Da geht ja nur eins rum. Ja, weil meiner nicht weiter nach unten kam wahrscheinlich. Ja, aber dann bringt der doch gar nichts. Du könntest auch auf dem Dach fahren, wenn das geht. Fahr nochmal runter mit dem und steig nochmal aus. Und fahr mit dem Minen-Dings nach oben. Vielleicht kann ich übers Dach von dem Fahrstuhl. Genau, das habe ich ja eben auch gemacht. Nein. Der Spitzhackenaufzug. Hm? Geht der bei dir noch eins hoch? Eins runter. Den kannst du jetzt nur noch einmal runterfahren, das war's. Ich bin ja nicht mit drin. Ach so. Ja, also ich kann nur einen nach unten fahren oder weiter nach oben fahren. Aufzug. Vor dem Gitter. Und nicht mehr drinnen. Ja, ich kann einmal nach unten fahren oder nach oben fahren. Dann fahr du einmal nach unten, bitte. Kann ich übers Dach gehen? Mhm. Genau, das habe ich ja eben auch gemacht. Übers Dach gefahren. Kommst du noch raus? Ja, kann ich. Wenn ich da weiterlaufe übers Dach, dann komme ich zu einem Monsterkopf-Fahrstuhl. Ja, genau. Wo ich mich aufs Dach stellen kann. Ja, an den komme ich noch nicht ran. Der ist über mir, der Monster-Fahrstuhl. Okay. Aber ich würde dann mal eben mit dem Spitzhackenaufzug weiter nach oben fahren. Ja, ja, mach das. Weil dann kann ich dann planen, Monster-Fahrstuhl, und dann kann Madel da auch ran. Okay, nach oben. Der da? Nee, der ist noch ein weiter oben. Okay, Moment, dann versuche ich nochmal einen weiter nach oben zu fahren. Nein, mehr geht nicht. Okay, pass auf. Der Spitzhackenaufzug, den müsstest du mir nochmal eben bedienen. Der müsste einmal einen runter bei mir. Also sprich bei dir einen hoch, wenn das irgendwie geht. Ich schau mal, ob ich in den noch rein. Nein. Weil ich komme nicht mehr zurück. Also, der Spitzhackenaufzug ist bei mir jetzt ein Tor davor, ein Gitter davor. Muss der hoch oder runter, damit du da rankommst? Ich glaube, bei dir runter. Okay.
Dann fahre ich einmal runter. Geht noch eins runter? Nein, leider nicht. Machen wir das denn am besten? Das Doofe ist eben halt, dass der eine nicht sieht, was der andere macht. Ne? Man könnte das, aber das ist halt die Krux bei der, bei diesem Spiel. Hä? Okay. Hä, was? Ich komme in den spitzigen Aufzug nur dann rein, wenn der bei dir eins weiter unten ist. Ja, ich kann jetzt nicht einen weiter runterfahren. Es geht nicht mehr. Ich komme in den Aufzug halt jetzt überhaupt nicht mehr rein. Alles auf dem Dach gefahren, ne? Du bist auf dem Dach nach oben gefahren, oder? Ja, genau, ja. Wie machen wir das denn am besten? Oh, das Doofe ist, hier musst du, glaube ich, ganz viele Schritte zurück machen, damit der eine immer weiterkommt. Ah, wie machen wir es denn am besten? Ich könnte jetzt nochmal in den Dynamit-Aufzug. Oh Gott, müssen wir so weit einen Schritt zurück machen? Ja, das kann ich auch, glaube ich. Nee, kann ich nicht. Das wäre ein ziemlich großer Schritt zurück, aber zur Not müssten wir das vielleicht machen. Ich kann noch mit dem Minenwagen Aufzug ganz runterfahren. Also bei dir ganz rauf. Warte, da komme ich aber, glaube ich, von da aus überhaupt nicht ran. Nee, da komme ich nicht ran. Nee. Wenn dir das irgendwie hilft, ich habe ja irgendwie Treppen. Zu dem Lorenaufzug, bei dem Lorenaufzug. Das heißt, den könnte ich bei dir höher machen. An den komme ich momentan gar nicht mehr ran, an den Aufzug. Kurz überlegen. Ich glaube, wir müssen einen ganz gewaltigen Schritt zurück machen. Wenn du am Dach stehst und ich dich irgendwo hin buxiere. Moment. Nee, da komme ich nicht ran, ne? Wo ist denn der? Der ist da oben. Okay, pass auf. Ja, wenn das ginge, welche ist das? Ist das der Spitzhacke? Kannst du den Spitzhacken auf, also deinen runterfahren? In den Spitzhackenaufzug nicht rein. Okay, nee, dann nützt mir das gar nichts im Moment. Der Spitzhackenaufzug, wenn du drei Stufen hast, ist der nur zwischen der unteren und der mittleren. Das heißt, ich kann nur auf dem Dach nach oben fahren. Jetzt hängt er oben quasi. Sprich, ich komme. Ich kann ihn runterfahren. Also bei mir kann ich ihn hochfahren, also bei dir runter. Okay. Aber mehr geht nicht. Okay. Bringt dir das was, wenn du oben stehst auf dem Dach von dem Aufzug? Ich glaube, der fährt immer nur einen nach oben, einen nach unten. Kannst du nach unten? Nein, ich kann nur nach oben bei dir. Achso, ja, bei mir nach oben ist gut. Okay, ich habe den Monsteraufzug. Ich
schauen mal, ob ich da will hinkommen. Ich glaube nämlich nicht. Nein, weil es ist der Spitzhackenaufzug bei mir wieder unten. Da kann ich nicht übers Dach laufen. Okay, den brauchst du hier oben. Moment. Kommst du jetzt in den Spitzhackenaufzug? Nee, in den komme ich jetzt nicht mehr rein. Dann müsste ich wieder über den Lorenaufzug fahren. Das ist ein doofes Hin und Her. Aber das ist eben halt der Sinn dieses Spiels, dass man sich halt so erzählen muss, was los ist. Das ist die Frage. Jetzt bin ich, oh Mann, jetzt haben wir es mindestens zum Monsteraufzug geschafft. Welchen Monsteraufzug? Ich muss ihn eigentlich verändern, ne? Wenn du mit dem Lorenaufzug ganz nach oben fahren kannst. Oh, warte mal, warte, warte, stopp. Spitzhacke, sag nochmal eben, was brauchst du bei dem Spitzhackenaufzug? Ich bin nämlich jetzt da. Nach oben. Also bei dir nach oben. Bei mir nach oben? Bei dir nach oben. Okay. Das geht. Ja. Super. Mit dem Lorenaufzug nach oben? Mit dem... nee, zum Lorenaufzug komme ich ja nicht mehr. Jetzt kann ich übers Dach vom Spitzhack. Ja, was brauchst du bloß? An den Lorenaufzug komme ich nicht mehr. Den brauche ich nicht. Ich könnte mich jetzt in den Monsteraufzug stellen. Da bin ich auch drin. Okay. Wenn ich bei mir den Monsteraufzug verlasse, komme ich ans Ende. Dann passt. Ich kann mit dem, glaube ich, jetzt ganz nach oben fahren und dann komme ich auch zum Ende. Sehr gut. Du bist draußen, ne? Ich bin jetzt draußen, gut, ja. Gut, dann fahre ich jetzt ganz nach oben, dann müssten wir es jetzt theoretisch haben. Ich habe mir einen Hebel. Ja, ich auch. Ich glaube, du müsstest mal gleichzeitig drücken. Okay. Errungenschaft! Rauf, runter, rauf, runter! Die Ohren schlagen, also die Ohren natürlich nicht, aber die Mütze schlackert immer so schön. Auf einen kurzen Firebreak. Ja, können wir machen. Dann würde ich mir einen Kaffee eben holen. Ja, bis gleich. Bis gleich. So, wieder da.
Hier da. Okay, Marie ist anscheinend noch nicht da. Das ist so komisch, man muss sich erst daran gewöhnen, dass man da übers Funkgerät jetzt Bescheid sagen muss, weil sie mich ja sonst nicht hören kann. Aber wir haben es immerhin geschafft. Knarz, 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 knarz. Ich mag das mit dem knarzenden Schnee. Okay. Ein merkwürdiges Licht. Ah! Wir da. Jetzt höre ich sie gerade gar nicht. Ich soll gleich mal gucken. Okay, Camp. Jetzt höre ich dich gerade nicht. Können wir vorher bleiben? Ja, das ist eine gute Idee. Ich kann nicht ins Zelt. Wollte ich auch hören ausprobieren. Nein, los, auf zum nächsten Rätsel. Okay. Oh weh. Oh, ich glaube. Müssen wir uns einsperren. Um blau zu. Hier ist eine rote Tür. Bei mir ist eine gelbe als erstes. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie wahrscheinlich immer gegenseitig einsperren oder sowas. Aber da sehe ich doch einen roten Hebel. Kommst du zu dem? Ja, die rote Tür ist jetzt zu bei dir. Die rote Tür war offen. Warte, ich gehe mal weiter. Mhm. Da ist eine blaue Tür. Die blaue ist nur hier vorne. Oder es sei denn, das ist die, die bei mir heruntergelassen ist. Also bei mir ist die nächste eine gelbe Tür. Tür oder Hebel? Gelbe Tür. Ich habe nämlich keinen Hebel. Ich gehe mal zurück. Den kann man aber nicht da durchziehen, okay. Huch! Ich hätte hier einen blauen Hebel. Der würde dann wahrscheinlich diese Tür hier öffnen. Ja, jetzt ist sie offen. Warte. Hui! Drück den nochmal den Hebel. Okay, jetzt ist die blaue Tür. Die erste blaue Tür ist weg. Jetzt müssen wir die gelbe. Wir brauchen aber den gelben Hebel irgendwie. Vielleicht sollten wir beide auch gar nicht hier sein. Hier ist der blaue. Mach mal die Tür auf die blaue, bitte. Also drück nochmal den blauen Hebel. Nochmal. Hast du irgendwo eine rote Tür? Nein. Als nächstes müssen wir den gelben. Ganz am Ende, aber wir bräuchten erstmal einen gelben Hebel. Warte mal, ich mache mal die rote Tür. Jetzt geht die vordere hier wieder auf, die vor der gelben Tür noch ist, aber die hintere ist jetzt weg. Also, wir brauchen einen anderen Abstand. Ah,
Kannst du noch irgendwie zu mir zurückkommen? Ja, hier durch, denke ich mir mal. Das sind blaue. Okay, ja, hier durch das Ding. Aber nicht in jede Richtung, da müsste man echt Weil gucken. Hier hinten ist eine rote Tür und dahinter so eine Drehtür und ich weiß nicht, was da hinten. Ja, dann drücke ich mal in den roten Hebel. Oder? Oder so. Moment. Ich sehe den gelben. Oh Gott. Da ist gar nichts. Okay. Interessant. Das geht nicht. Okay, und was fehlt noch? Aber was? Ja, du kannst ja mal eben selber gucken, aber irgendwas fehlt hier noch. Das Problem ist, wenn ich hier die rote Tür aufmache, dann ist da die rote Tür zu. Ja, wir können ja eben tauschen. Aber wir können ja mal tauschen. Genau. Wir tauschen einfach mal eben die Plätze. Das ist eine Kombination wahrscheinlich wieder. Und wir sollten natürlich nicht beide da durchgehen durch alles. Rennt man dann wahrscheinlich auch nochmal durch. Aber ich habe da eben nichts gesehen. Es sei denn, ich habe jetzt das übersehen. Das kann natürlich auch gut sein. Was war das denn jetzt nochmal für eine Farbe? War das auch eine blaue Tür? Ich glaube, hier gibt es nur Rot, Blau und Gelb. Wo es ein Gelb ist, bin ich bis jetzt noch nicht rumgekommen. Genau. Es sei denn, man kommt von da hinten wieder, wenn man den roten Hebel betätigt. Das kann natürlich auch sein, dass man, dass der zweite dann hier nochmal durch kann und hier weitermachen kann. Die Drehtüren drehen sich bei mir. Die gehen nur begrenzt immer in eine Richtung. Ah, okay. Man muss sich erstmal so einen Überblick von diesen Rätseln verschaffen. Und dann, wie gesagt, zu zweit kann manchmal dann sogar hinderlich sein, weil jeder hat seine eigenen Ideen dabei. Ich sehe den gelben Hebel und ich komme nicht hin. Ja, ging mir genauso. Das ist es eben. Jeder hat dann seine eigenen Ideen. Und überlegt dann, probiert das mal aus. Manchmal redet man aneinander vorbei, das kommt auch noch dazu bei solchen Spielen. Kannst du einen blauen Hebel ziehen von dir aus? Nee, da müsste ich nochmal den roten nehmen und dann ist die eine Tür bei dir blockiert. Egal. Okay. Nein. Okay, ich versuch's mal eben daran zu kommen. Das war, glaube ich, hier, ne? Das war blau. Warte mal, wo war denn der blaue Hebel? Der war hier. Okay. Die Tür, die blaue Tür. Ah! Okay, ein Stück weiter sind wir schon mal. Das heißt, wir kämen durch die Tür. Jetzt sind aber hier alle oben. Jetzt bin ich wieder... Kannst du mit rein?
Ach, komm mal hier nicht zu zweit. Ich glaub. Nee, geht nur noch in die andere Richtung. Jetzt bin ich eingesperrt. Warte mal, jetzt ist das hier die rote. Das wäre aber jetzt oben rum. Kurz überlegen, roter Hebel. Ich könnte nur den Rückweg wieder bereiten mit dem blauen Hebel. Nee, warte mal eben. Doch, einmal den blauen bitte. Jetzt dazu. Nochmal den blauen bitte. Ja, warte mal, kannst du... Warte mal, Moment. Wie geht das denn? Kannst du hier in die Vereinzelungsanlage und da einmal durch? In welche Richtung? In die rein, in die Höhle. Da die rote Tür, die müsste jetzt auf sein. Ah, das sind. Jetzt sind blaue da. Einmal den blauen Hebel. Genau. Ja. Kannst du da irgendwie weiter? Ich glaube, da. Da komme ich hin, wo. Verdammt. Ich komm mal zu dem gelben Dingsbums. Wir müssen einmal irgendwie an den gelben rankommen. Die Frage ist nur, kommst du noch mal zum blauen Hebel? Nochmal, okay. Ha! Gelb? Ja, sauf! Gelb! Nochmal blau? Müssen wir nur. Einer müsste. Pass auf, jetzt ist hier auf, wenn ich nochmal blau drücke. Und dann kann ich nämlich auf der anderen Seite. Warte mal, noch nicht drücken. Moment. Nein, andere Richtung. Ah, dammit. Kannst du einmal in die Richtung? Danke. Jetzt kannst du blau drücken. Ich komme nicht mehr zum blauen Hebel. Was? Ich bin ja bei der Trennungsanlage in die Höhle gegangen. Aber du kannst doch jetzt wieder zurück durch die Trennungsanlage. Nein. Na. Ah, doof. Lass uns mal den blauen Hebel hier drücken, dann geht die Tür auf. Ja, aber wir kommen nicht auf die andere Seite mit dem gelben. Das ist das Problem. Ach so. Thank you.
Moment. Ach nee, jetzt bräuchte ich den roten Hebel. Oh, toll. Blau, 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 blau. Kannst du nochmal blauen Hebel drücken? Ja. Nochmal? Danke. Kannst du jetzt nach vorne durch die Personenvereinzelungsanlage? Hier links, neben hinter der roten Tür. Von dir aus gesehen jetzt rechts. Hast du einen blauen Hebel? Nein, leider nicht. Und ich kann auch nicht durch. Kann ich? Nochmal? Nein! Warte mal, ich... Das kann man aber auch, glaube ich, nicht schnell genug sein. Ich gehe nochmal zurück zum roten Hebel. Ja. Ja. Bin durch. Ich hab... Aber der rote Hebel muss nochmal gedrückt werden. Jetzt! Jawohl! Juhu! Voran! Errungenschaft isoliert!